Oh, ich sehe gar nichts, geblendet. Egal, wir sind hier im Outlet von Mallorca und der Felix meinte, hier gibt es ganz besondere Sachen, die es woanders nicht gibt. Mallorca Fashion Outlet lese ich da hinten schon. Felix, das ist ein Geheimtipp hier, shoppy, oder was? Shoppy, 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 ich shoppe richtig hart, ich bin ein Shop-Automat. Alles klar. Der Shop-Automat. Und ey, an dieser Stelle, das ist Felix. Wir verlinken mal hier sein Instagram. Instagram und ja. Wenn du irgendwas brauchst in Mallorca, dann kann ich anrufen. Oh, Maske, Maske. Maske, ja. Maske, Maske. Maske ist wichtig, machen wir. Alter, aber was ist denn das für ein edler Eingang schon? Sieht hier schön aus, alles hier. Oh, schaut mal, wie schick. Also ich bin mindestens einmal die Woche hier, weil du hier nicht nur shoppen gehen kannst, sondern du kannst hier auch essen gehen. Du kannst, wenn ihr Kinder habt, kommt mit Kindern her. Ihr könnt Go-Kart fahren, es gibt Spielplätze. Ja. Beschäftigung halt, ne? Voll. Ey, Digga, sag mal ehrlich, wie schön ist das bitte? Digga, wie schön! Ja, richtig schön hier, oder? Es gibt keine Lindt-Schokolade, Mutti. Eine Outlet von Lindt? Ja, das hat sogar Rolltreppen hier und so. Sieht richtig einfach draußen. Ich werde gerade ausgelacht dafür, dass ich sage, ich habe noch nie eine Rolltreppe draußen gesehen. Aber die geht doch kaputt, wenn es regnet. Ach Mann, sei leise, Alter. Schlobin, lieber. Ha? Kannst aber noch eine fahren, ist umsonst. Du bist so ein. 1 Euro, wir laden ihn ein auf Runde. Aber du musst wieder runterfahren danach. Darfst keine Angst haben. Kannst dich festhalten. Das ist ein Penner. Jetzt mal im Ernst, geht die nicht kaputt, wenn es regnet? Nein. Wieso? Ist es elektronisch? Ist ein Motor drin, wassersicher Dingsbums, keine Ahnung. Wassersicher Dingsbums? Wassersicher Dingsbums. Alles klar, okay. Genug über Rolltreppen geredet. Restaurantes. Abends ist hier geil, wenn die Leute sind. Guck mal, hier hast du ein riesiges Kino am Start, wo ihr leider nichts versteht. Da vorne ist Go-Kart fahren und so. Das verkackte McDonald's sieht aus wie ein 5-Sterne-Hotel-Eingang hier gefühlt, Alter. Was ist denn das für ein edles McDonald's-Logo da hinten? Schick für die Dicken. Hacken das. Ja, wenn du mal so ein Regen. Sagst du Nike oder Nike? Nike. 100% Nike, Nike, oder? Die Amerikaner sagen Nike. Warum? Das ist so der Name. Trash. Ja, Nike ist Elite geworden. Hübsche Jacke, wirklich hübsche Jacke für Frauen hier. Voll. Süß auf jeden Fall. 350. Nein. Auf 244. Was, das Stück Fetzen? 350 Euro? Also wie viel Marge machen die denn damit, Digga? Aber es sieht wirklich süß aus. Und generell wirklich coole Sachen hier. Wirklich geil. So, dann gucken wir mal, ob wir noch was Schönes finden. Felix? Digga, komm mal aus der Augenkrebs-Kollektion, Alter. Aus der Augenkrebs. Zieh das mal rein, Alter. Ich muss dir mal sagen, er steht dir. Die Zirkusdirektor Edition. Alter. Er steht dir, Digga. Digga, der steht dir wirklich gut, Felix. Ich würde mir Gedanken machen. Lotti, was sagst du? Was sagst du zu Felix seinem Outfit? Felix, nein, im Ernst, würdest du ihn mitnehmen? Digga, ich sehe aus wie so ein indischer Prinz. Oder? Digga, was ist das? Ist das scheiße? Also das ist auf jeden Fall Nike Mallorca. Ich ja. Bin ein Turban, Digga. Das soll steht ich, hier, oder? Soll ich das mal anziehen? Mach mal. Bauch frei dann, oder was? Ein bisschen Farbe auf dem Bauch. Du hast dann ein bisschen Farbe auf dem Bauch. Ich kauf mir das und du machst einen Bauchtanz. Und dann ring. Also als Frau würde ich mich hier tot shoppen, ne? Also generell gibt es für Frauen immer so coole Sachen und so viel Auswahl. Wir Männer werden dann immer in die Ecke da hinten gequetscht. Aber ja, für Frauen ist hier einiges am Start. Guck mal Felix, manche Sachen sind wirklich hässlich an der Kleiderschlange, aber erst an einem wunderschönen Menschen wunderschön. Felix, du bist so weise. Bring mir mehr bei. Oh, du bist so weise. Ja? Selbst hier haben die einen Poke-Laden jetzt. Ja, überall nur noch Pokes, Alter. Poke. Einfach, man wird arm bei Kaffee bestellen. Schwierig, Starbucks immer wieder schwierig, aber man geht immer wieder hin. Natürlich gibt es hier auch bei Starbucks auf Mallorca Serrano-Sinkeln. Ja, was auch sonst, Digga. Serrano-Sinkeln. Ramon. Oh. Das ist ein entkoffinierter mit Kürbisschaum und Karamell. Und Sojasahne und genau. Ne? Pferdfelldeckel und alles. Genau. Strohhalme? Strohhalme sind hier Bambussträucher. Ha? Super. Was sagst du? Palmenblätter. Palmenblätter? Definitiv Palmenblätter. Felix, nächster Step. Ralph?
Ralph Lauren. Ralph Wiggins. Hast du gerade, komm mal auf Kamera. Was denn? Wir haben gerade die Diskussion, dass ich ja gerne Ralph Lauren trage, wie man sieht, und er gerne Hugo Boss. Da hat man gesagt, das ist so der erste Schritt zum Rentner-Dasein. Ja, zum Älterwerden auf jeden Fall. Ja. So Ralph Lauren ist so 30, 35, Hugo Boss ist so 50, 55 aufwärts. Ja, aber komplett. Ja? Und das Ghetto-Outfit ist dann, dass man sich ein bisschen jünger fühlt, einfach Nike mit Ralph Lauren kombiniert. Warte mal, Ralph Lauren und Nike-Hose. Hast du was zu sagen? Komisch, aber ist so. Wollte ich auch gerade sagen, oh Felix, komm, hak dich bei mir ein. Komm, hak dich bei mir ein, Felix. Na, wie? Auf keinen Fall. Aber es ist so romantisch hier. Auf gar keinen Fall. Wieso jetzt, genau? Unsere nächste Folge, der Hund frisst Schlobi. Was? Oh, wie süß. Richtig niedlich. Digga, der ist wirklich süß. Achso, ich dachte, du meinst sie. Ja, beide. Nächste Folge, Schlobi heiratet. Ich habe vor kurzem erst rausgefunden, dass Hugo Boss ist eine deutsche Marke. Setz mal deine Maske kurz auf. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Strom? Alles klar. Das Weitere seht ihr dann auf einer anderen Seite. Ich habe gestern zum ersten Mal gesehen, dass Schlobi auch selber Sachen postet. Wusste ich gar nicht. Wie selber Sachen postet? Ja, so wie er. Ja, natürlich. Ich gucke mir immer nur seinen Scheiß an. Was sagst du? Ja, ich kipp den noch nicht weg, Digga. Ja, ja. Also wenn mein Baby dann nicht irgendwie sowas rumläuft oder meine Kids, Digga, wie süß ist das denn? Alter, wie niedlich. Kleine Babypullis. Alter, ich möchte bitte jetzt ein Kind haben. Wenn ich sowas holen kann, ist das niedlich. Ja, wir haben erst mal bei Schafanzugkursen zugeschlagen. 1, 2, 3. Schaut mal, wie reich ich aussehe, Freunde. Ich geh jetzt Boot fahren. Ich bin der Yachtfahrer. Jeden Tag eine gute Tat. Ihr sagt, ich habe jetzt für 3 Hosen so viel bezahlt wie in Deutschland für eine. Also das fühlt sich wirklich alles andere an, aber nicht wie ein Outlet-Center. Wie schön kann etwas sein, bitte? Wie das hier alles auch aussieht. So krank. Na, zum Glück habe ich dran gedacht. Sind das schon 8 Minuten gewesen? Ich denke mal, oder? Wenn nicht, einfach 2 Minuten Blackscreen mit Musik jetzt. Super. So, da hinten steht noch ein schickes Auto. Habt ihr auch gesehen. Fahr ich bald. Ciao. Wenn wir zurückgehen und den Arsch abfilmen. Was kann ich machen? Also wenn wir zurückgehen und den Arsch abfilmen, von dem wir gerade seit 5 Stunden reden. Digga, der war definitiv krass, Alter. Ich sag's dir, hier ist es. Ich würde wirklich gerne nochmal zurück. Grüße an die Verkäuferin. Wenn du das Video siehst, melde dich bei mir.